willkommen zu unserer Experimentsshow wieder zurück von Adi und Kevin G. Wir machen bald eine 30-Day-Challenge Saftfasten. Das heißt, ich werde nur Obst nehmen und Wildkräuter. Und mein Bruder Kevin wird nur Gemüse und Wildkräuter nehmen. Genau. Ich werde euch genau detailliert erklären, wie wir das machen werden. Wir werden das so machen. Ich werde Obst nur von Foodsharing, eventuell draußen von Streuobstwiesen sammeln oder eventuell im Biomarkt was kaufen, wenn ich gar nichts habe. Aber die zwei Varianten bevorzuge ich immer vor. Foodsharing und draußen auf Streuobstwiesen Obst sammeln. Und zur anderen Variante, was mein Bruder macht, er sammelt nur das Gemüse von meinem, also von unserem Acker, von meiner Ernte und wird sich nur davon ernähren. Und er wird auch sich gleichzeitig direkt davon ernähren, dass er gleich die Vitaminzufuhr bekommt. Eventuell wird er auch dort dann den Saft pressen am Acker. Das müssen wir noch schauen, wie wir das technisch regeln. Wenn auch nicht, dann wird es halt zu Hause machen. Aber er wird nur Gemüse und Wildkräuter nehmen. Und ich werde nur Obst und Wildkräuter nehmen. Und wir schauen mal, wie wir uns dann nach diesen 30 Tagen fühlen. Mein Bruder und ich. Also wer vielleicht gestresster ist oder wer sich vielleicht schwächer fühlt an dem Tag. Oder wer braucht länger Schlaf. Oder wer hat die bessere Kraft in der Ausdauer oder die bessere Kraft in der Kraft halt selber. Das werden wir halt sehen dann selber, wer dann mehr Power hat über den Tag verteilt. Und das wollen wir halt mit einer 30-Tage-Challenge euch beweisen, weil wir sind ja Zwillinge. Und ein Zwilling kann man das perfekt experimentieren selber. Daher wollen wir euch einfach zeigen, ob Obst die beste Variante ist mit Wildkräutern oder Gemüse mit Wildkräutern die beste Variante ist. Deswegen, lasst euch überraschen von dieser 30-Tage-Challenge. Wir werden euch alle Ergebnisse detailliert anzeigen. Und ja, wir hoffen, dass ihr die 30-Tage-Challenge von uns mögt. Wir machen heute Brombeerensaft. Dazu haben wir hier frisch gesammelte Brombeeren heute von draußen gesammelt. Und wir machen die in den Entsafter rein. Und hier kommt der Träster raus und hier kommt der Saft raus. Mit dem Träster machen wir dann nochmal Brombeerleder. Ist sehr lecker. Dazu füge ich dann aber auch noch Pflaumenleder hinzu, das wir jetzt vom Foodsharing noch haben. Weil dann ist die Konsistenz besser. Weil die Pflaumen sind ein bisschen süßer. Die sind ein bisschen süß-sauer, die Brombeeren, aber das ist kein Problem. Aber das ist gut von der Kombination, weil ihr seht ja, die haben ja die gleichen Farben. Und das bedeutet, Brombeeren sind gut, weil sie schützen den Körper vor Radikalen. Zum Beispiel äußere Einflüsse wie Umweltgifte, Staub, Gase, Kohlendioxid. Und warum bilden Brombeeren eine violette Farbe? Zuerst sind sie grün, dann rot, dann violettrot und zum Schluss violett. Das hat alles mit dem UV-Licht zu tun, der Sonne, weil die Pflanze möchte sich vor dem UV-Licht schützen. Deswegen bildet sie in ihrer Pflanze Radikale, damit sie sich schützt. Und das zieht Tiere und Insekten an. Die werden dann hungrig. Das habe ich heute selbst erlebt. Ich habe Mücken und Wespen gesehen. Die gehen nur an die Violetten ran, die schon süß sind, süß und säuerlich. An die Roten und Grünen geht keine einzige Wespe und keine Mücke ran.
Und weißt du, was ich noch? Weil, wisst ihr, was ich noch gesehen habe? Ich habe in den Brombeeren Dresdner Larven gesehen. Das heißt, wir essen auch Larven, wenn wir den Brombeeren essen. Das ist sehr interessant. Und was ich noch zum Brombeerensaft sagen kann, die sind gefäßschützend, sind gegen Depressionen wegen der violetten Farbe. Das habe ich selber gemerkt. Und die geben dir mehr Lebensenergie. Ich hatte gestern einen stressigen Tag gehabt. Und heute habe ich den Brombeerensaft frisch getrunken, frisch gepresst. Mit allen seinen Vitaminen und Mineralstoffen. Und ich bin wieder glücklich. Aber auch andere Gemüse und Obstsorten. Rote Beete, Auberginen, Pflaumen, Schwetschgen, Heidelbeeren haben diese violette Farbe, damit die deine Depression wegmachen. Aber sie schützen auch vor Leberkrebs, heilen alle Entzündungen im Körper. Und das sind die wichtigen Vorteile von Brombeerensaft und anderen violetten Früchten und Gemüsesorten. Und wir machen heute auch danach nochmal Kirschensaft. Hier haben wir schon selbst gesammelte Kirschen. Und die machen wir danach auch noch in den Säfter, weil die sind auch sehr schön violett, wie von der Sonne geschützt. Und das machen wir heute auch noch. Und das war unser Video zum Brombeersaft. Und ich hoffe, ihr mögt das Video. Kevin G. said goodbye. Willkommen wieder zu unserer Roh Veganen Nutrition Show. Wir machen wieder Apfelsaft, ja, und Hagebuttensaft. Ich mache das heute allein, mein Bruder ist gerade nicht da. Und was wir gemacht haben jetzt, wir haben 30 Tage Saft gefasst. Power, pur, richtige Power und haben mehr Muskeln aufgebaut in dieser Zeit. Wir haben uns Sprossensäfte gemacht. Wir haben uns Äpfelsäfte gemacht, wir haben uns Gemüsesäfte gemacht, wir haben uns Kokosnuss-Mus-Säfte gemacht, ja. Baba, Kokosmilch, Reismilch, alles was es gab, Kichererbsenmilch sogar und hat super geschmeckt. Und du fühlst dich gigantisch einfach mit diesem Saftfasten. Das ist so wie ein Gefühl, du denkst, du bist so leicht und du denkst, du kannst alles erreichen und schaffst du auch sicherlich. Du musst einfach nur wollen. Du wirst kein bisschen mehr müde, kein bisschen mehr träge. Du fühlst dich stark, energisch, gigantisch, voller Power. Und ja, ich mache heute nochmal Äpfel und Hagebuttensaft. Habe ich selber frisch gesammelt. Natürlich, vor der Streuobstsaison, weil jetzt die beste Zeit ist. Und ich werde es jetzt auch beibehalten. Das Saftfasten, weil die höchste Stufe, die erste Stufe, ist das Sonnenfasten. Die zweite Stufe ist das Trockenfasten. Wenn man häufig drinnen im Gebäude ist und zu wenig Sonnenauftrag, klar, ist das Trockenfasten eine gute Variante. Aber das Sonnenfasten hast du mehr Energie durch das Sonnenlicht. Ja? Nicht durch das normale Licht, sondern nur durch das Sonnenlicht. Und wenn du dich auch dabei bewegst, werden deine ganzen Venen, deine ganzen Muskulatur, alles aktiv. Du fühlst dich gigantisch, fühlst dich einfach energisch, weil Bewegung dich wirklich energisch macht. Es nährt deinen Körper. Wenn du was isst, es schwächt deinen Körper. Versprochen, wirklich. Hört sich jetzt komisch an, aber du gewinnst nur aus Bewegung Energie. Die Bewegungsenergie. Warum heißt das Bewegungsenergie? Weil du nur aus Bewegung Energie gewinnst. Aus Ernährungsenergie gewinnst du keinen Meter. Deswegen, Freunde, macht Saftfasten beste. Aber reduziert das langsam. Ganz wichtiger Tipp. Nicht so Jojo-Effekt, gleich starten, bam. Ja, ich bin jetzt Rohveganer. Nein. Erstmal Step by step, obstacle by obstacle, ja, obstacle by obstacle, das calls, what,
Höhehindernis für Hindernis und Schritt für Schritt. Also bewusst das zu machen. Langsam eine Sache vielleicht verzichten, dann die nächste und so weiter. Bis zu den gesündesten Alternativen, die es gibt. Und so wird ihr wirklich die erste Stufe irgendwann mal schaffen. Ich bin jetzt zwischen der vierten und fünften Stufe. Ich mache halt noch das Saftfasten plus ich esse noch meine fermentierten Sachen. Das ist halt meine fünfte Stufe noch. Ja. Aber von der sechsten, siebten Stufe, von der Rohkost, bin ich eigentlich auch schon weg. Weil für mich Rohkost so allein auf Lernmagen esse ich auch nicht mehr sehr viel. Ich esse mehr fermentierte Sachen, so mikroorganismische Sachen. Das heißt, ich reichere mir die immer mit den Milchsäurebakterien an, wie hier von meinem oder halt von A. Vogel. Es gibt haufenweise Milchsäurebakterien. Es gibt Lactobacillus. Also es gibt so viele, wirklich so viele Milchsäurebakterienarten, die deinen Körper wirklich lebendig machen, deinen Darm. Und du wirst klarer im Kopf. Ja? Weil der Darm und der Kopf, genau, Darm und Kopf, die arbeiten beide zusammen. Wirklich, hundertprozentig. Wenn die nicht zusammenarbeiten würden, würde es niemals solche Menschen geben, die auf solche Ideen kommen würden. Ja? Es gibt manche Menschen, die wissen gar nicht, was Keshionara ist. Was ist das? Ja? Ist doch so ein einfaches Rezept. Ist viel einfacher als wie dieses Scheiß. Gut, ich sag nicht Scheiß. Man soll es ja langsam runter reduzieren bei jeder Person. Aber ich sag, so ein Schweinesteak mit Potatoes, also mit Kartoffeln und Gemüse, ist doch viel anstrengender, viel aufwendiger von der Arbeit, als wie wenn ich jetzt die Cashewnare mache, die Cashews in den Mixer reingebe, Milchsäurebakterien anreiche, bin ich in knapp 2-3 Minuten fertig. Und das geht dann ins Dörrgerät rein. Also jetzt hinter der Kamera, genau. Und das lasse ich dann für ungefähr 10 bis 16 Stunden im Dörrgerät. Manchmal lasse ich es auch länger. Dann arbeiten diese Milchsäurebakterien noch besser und die bilden sich noch mehr. Es sind billionenfach Milchbakterien-Säuren, die für deinen Darm das Beste für deinen Kopf sind. Deswegen, Freunde, steigert euch ja langsam runter. Ihr seid noch alle bei der 20. Stufe. Ihr seid noch weit weg von der Rohkost. Und von der fermentierten Rohkost oder von der veganen, normalen Kochkost oder von der vegetarischen Kochkost oder von der omnivoren Kost. Ihr seid noch alle weit weg. Ihr müsst euch da langsam zum Himmel hocharbeiten. Und dann werdet ihr auch göttlich sein. Ich sage jetzt nicht aus Religion göttlich, aber ich meine es halt bezogen auf die höchste Stufe, die man schaffen kann, erreichen kann in seinem Leben, in seinem eigenen Leben. Sein eigenes Ich studieren, sehr wichtig, bewusstes Sein, das zu fühlen. Und das spüren halt viele Leute nicht mehr. Deswegen, Freunde, versucht immer, euch langsam da runter zu steigern. Und dann wird es auch Spaß machen, wirklich. Ihr werdet alles mit purer Leidenschaft, Passion und Passions sind zwei Wörter in Englisch. Das sind meine loveliest Wörter. Deswegen sage ich immer, wenn du hast Passion und Passions, also Geduld, dann hast du wirklich pure Leidenschaft, Geduld und Power einfach. PPP. Passion, Power and Passions. Yes. Und ich bin stolz wirklich, dass ich jetzt diese 30 Tage Saftfasten geschafft habe. Mit meinem Zwillingsbruder und ich hoffe, ihr werdet es auch mal irgendwann in die Richtung mal schaffen, aber lasst euch bitte Zeit. Das braucht wirklich 2-3 Jahre Erfahrung, ihr müsst euch da wirklich schlau machen und keine Vorurteile gegenüber Veganer oder über Vegetarier oder Omnivore. Alle sollen sich einfach einig sein. Einfach jeder soll einfach korrekt zu jeder Person sein beim Ernährungsthema, ist doch kein Problem, ob der jetzt der eine nur ein Apfel ist oder der andere sein Steak plus Kartoffeln ist. Jeder hat seine eigene Ernährungsphilosophie und jeder lebt sein Leben. Und das möchte ich halt keinem irgendwie jetzt anreiern oder so, ja, du musst das jetzt machen, vegan, weil das jetzt gerade so im Trend ist.
Nein, musst du nicht. Du bist dein eigener Boss, du bist dein eigener Chef, du bist dein eigenes Ich. Wenn du deine eigene Seele hast, wenn du deine eigene Kontrolle über deinen ganzen Körper hast, dann brauchst du gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Dann denkst du auch sehr minimalistisch, ja? Und du kommst auf die geilsten Ideen in deinem Leben, die du noch nie gekommen bist, ja? Du hörst ja meine weisen Wörter. Ich rede sehr weise, ja? Viele Leute glauben, ich erzähle nur Schwachsinn. Aus dieser Seele, aus diesem Gedärm, aus diesem Darm, da können doch nur schöne weise Wörter kommen. Ich hatte auch eine Kohlenhydrate-Therapie gehabt. Und wie oft war ich schon? Ein einziges Mal, wenn mein Dickdarm voller, reiner, purer Rohkost gereinigt wurde. Innerhalb von 9 Monaten, ja. Wenn ich weiter so gegessen hätte, immer diese scheiß Kochkost, ja. Ich habe fast, glaube immer 5000, 6000 Kalorien Getreide und alles mögliche Nudeln in mir reingestopft jeden Tag, ja. Deswegen gab es auch immer diesen Mittagsschlaf. Ich habe fast 2, 3 Stunden immer Mittagsschlaf gehabt. Das habe ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Ich arbeite wie eine Maschine. Ich arbeite manchmal bis 2, 3 Uhr abends, nachts, ja. Das ist für mich normal. Dann schlafe ich 3 Stunden, 4 Stunden. Mein Organismus fühlt sich lebendig einfach. Ich brauche einfach nicht mehr so viel Schlaf. Wirklich. Nur wenn ich halt wirklich hart extremst trainiere, mir wirklich mal auf die Kante gebe, dann brauche ich auch die Regeneration. Aber wenn ich wirklich im Grundlagenbereich trainiere, brauche ich nicht so viel Pause. Das ist wirklich so. Deswegen, Freunde, versucht das alles langsam runterzuschenken. Und ich bedanke mich nochmal bei euch. Um diese 30 Tage fast schenken. Weil das war wirklich anfangs ganz, ganz schwer, die ersten 4 Tage, aber dann die erste Woche, zweite, dritte, vierte, easy going, weil wirklich Säfte geben dir Energie. Die haben auch ganz minimal Aminosäuren, ganz minimal Proteine und ganz minimal Fette, aber was dein Körper braucht normal, Fruchtzucker, Sofortenergie, Power, Full Power und das gibt Energie. Ich sag bye bye, Cotton Fist Power, Algodon, Pony oder Algodon. Und mit einer Saftfastenverbeugung, sage ich euch, tschüss, Angie. Stay tuned.